Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir gegen Demon Joe gekämpft und ja, man sieht, ich bin nicht allerbeste Laune. Ich habe sowohl das Demon Joe Schwert, was noch ein bisschen stärker ist als alle Schwerter, die ich jetzt habe, und die Demon Joe Ausrüstung, welche ja gar nicht schlecht ist. Allerdings, ja, die heißen Wangis Klamotten und das Berserker Schwert. Allerdings werde ich jetzt mal meine Ausrüstung kurz ändern. Denn wie es aussieht, habe ich ein kleines Problem. Und zwar, ich gehe jetzt mal wieder zur Uragan-Rüstung. Weil die hat... Ich kann das ja mal zeigen. Verteidigung, gucken wir mal. 485. Dafür Angriffskraft 1224. Okay, habe ich gleich wieder alles vergessen. Gucken wir mal bei den Uragan-Klamotten. Die haben zwar weniger Verteidigung an sich, die Körperteile, aber wegen dem Verteidigungsplus-Effekt haben die mehr. 517. Dafür habe ich Angriff 1152, was jetzt nicht so, ja, schrecklich ist. Und ja, außerdem habe ich noch folgende Sachen. Ich habe mir ein Panzeramulett von dem Händler hier geholt, was anscheinend meine Verteidigung so ein bisschen erhöht, während ich das mit mir schleppe. So, dann habe ich hier noch eine Panzerkralle, die ich mit Demon Joe Klamotten gemacht habe. Da musste ich nochmal so ein Ding hier holen und das mit Demon Joe Klamotten verbessern. So, und die geben mir, glaube ich, insgesamt so 20 Verteidigungspunkte nochmal plus. Allerdings haben wir trotzdem noch ein Problem. Ich, ja. Zu zeigen, wie ernst mir das ist, ich nehme jetzt noch ein paar Kräuter mit. Und Honig. Weil. Oder? Nee, Blaupilze brauche ich. Blaupilze. Ja, ich bin sehr vorbereitet jetzt, habe ich so ein Gefühl. Dann nehmen wir noch eine Schockfalle mit. Und dann versuche ich mal, ob ich noch eine Dings hier herstellen kann. Eine andere Falle, eine Fallgrube. Ja, kann ich. Okay, habe ich die? Nein. Kann ich wahrscheinlich sowieso nicht speichern, diesen Kampf, weil, wenn man gleich sehen, ich habe versucht, hier Dinge zu machen, Mega-Hacke und sowas brauche ich alles nicht. Wohl, lass mal, das mal. So, dann gehen wir noch und holen uns einen Essenseffekt. Und zwar den besten, den wir hier kriegen können. Donnerbrecher, Akrobat. Ja. Also wir versuchen jetzt hier alles rauszuholen, was es gibt, verteidigungsmäßig. Hatten wir 517, 512, irgendwie sowas. Jetzt haben wir 527, so. Und dann gehen wir zur dringenden Quest Heldenzeugnis, wo wir die Viecher hier erledigen müssen. Wir werden, Spoiler Alert, trotzdem auf die Fresse kriegen, das sage ich euch schon mal. Ich habe mal versucht, den Kampf zu machen und wir kämpfen als erstes gegen den Lagiakros, gegen den Elfenbein Lagiakros und ja, es wird Zeit, uns zu zeigen, was aus was du gemacht bist, Jäger. Jedes Monster, das jagt, ist eine harte Nuss, aber ich glaube an dich. Du bist schließlich der Stolz des Dorfes, Mogga. Egal, kein Druck, zieh einfach los und gib dein Bestes. Und ja, wir kriegen zum Glück hier schon ein paar Sachen, die wir auch brauchen werden. Und ja. Das ist jetzt echt brutal, was jetzt hier kommt. Ja, Dings brauche ich nicht. Ich hätte auch vielleicht so Diamantsamen und so noch mitnehmen können, aber lass mal. Weil der hier, der macht uns fertig. Ich bin nur einmal hier reingegangen zum Test und der Typ zieht so viel ab, ne? Wir kommen sogar an einigen Dingern hier nicht vorbei. Das ist sehr gut. Vor allem danach hat sie ja auch gesagt, kommt der Brachydios und der Rathalos oder Zona Rathalos. Dabei bin ich noch nicht mal so weit gekommen. Also ja. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass es hier auch ein paar Sachen gibt. Lebenspulver teilt einen, glaube ich, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal benutzt habe. Ja. Ich wurde noch nicht getroffen, aber wenn ich einmal getroffen werde, dann wird das so wehtun. Und der Angriff, der hat mich schon ein paar Mal erledigt.
Also ja. Guck euch mal, wie viel das abzieht. Das ist brutal. So, Angriffsstärkung, da werde ich glaube ich auch brauchen. Also ich rechne nicht damit, dass wir halt hier gewinnen. Weil das wird nicht schön hier. So, aufladen. Der ist schon aufgestanden. Ich muss ja immer in Deckung gehen, habe ich so ein Gefühl. Weil ja, da bin ich sehr, sehr einfach hier. Ich habe, glaube ich, zweimal oder so versucht, hier durchzukommen und zweimal kläglich scheitert. Jetzt läuft es überraschenderweise gar nicht mal so schlecht. Und viel öfter getroffen. Aber naja, kann er noch kommen. Spätestens wenn gleich zwei Monster auf einmal kommen, bin ich dran. Ich hoffe, die kommen nicht wirklich auf einmal. Ich warte hier nur ein Witz von der, von dem Gildenliebchen. Und ja, guckt euch mal den Schaden an. Jetzt bin ich auch gelähmt. Das heißt, ja, noch einmal getroffen werden, dann bin ich betäubt und dann nochmal getroffen werden und ich bin weg. Gut, ne? Vor allem die Dingensrüstungen, ja, die Wangis-Klamotten, also die vom, ja, ist ja nochmal. Abwehren. Weiß nicht, ob der immer den Angriff einsetzt, der so eine riesige Reichweite hat, aber passt lieber auf. Wie ist das Viech nochmal? Demon Joe. Das hat gegen geilen Effekt, dass ich Heilklamotten viel schneller essen kann. Das ist geil. Das geht ruckzuck. Also spielbar vernünftig ruckzuck. Also so wie das normalerweise sein sollte. Ja, ich glaube, ich bin gleich so gut wie tot. Ja, meine beiden Begleiter sind tot. Das heißt, ich bin gleich auch tot. Wenn ich jetzt nicht die Rüstung hier ausgerüstet hätte, wäre ich glaube ich schon längst tot. So, und das war es schon mal mit unseren Erste-Hilfe-Dingern. Wir haben noch nicht viel Schaden gemacht und ja, müssen schon unsere Erste-Hilfe-Sachen ja wegballern. Nicht gut. Ich hab nur geblockt, Mann. So. Ich weiß nicht. Manchmal setzt er den Angriff ein und er hat eine riesige Reichweite. Bin ich voll überrascht beim ersten Mal. Dann weiß ich nicht, ob ich das zeitmäßig überhaupt schaffe. Ja, genau der Angriff. Ja, so eine Reichweite irgendwie. Muss ja noch schleifen. Okay, hoffentlich trifft er mich jetzt nicht. Ich darf so gut wie nie getroffen werden, ja. Weil ich mir beim Brachydios nicht so einfach vorstelle. Frage ist jetzt, warum sind die so stark? Die hat jetzt noch eine Stufe höher oder was? Das Spiel wird nie zu Ende gehen. Weil wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ah, verdammt. Aber jetzt läuft es gut. Vielleicht hätte ich noch ein paar Diamantsamen oder sowas mitnehmen sollen. Weil ich sowas überhaupt habe. Bestimmt, ne? Ich benutze das ja nie. Also muss ich jetzt ja haben. Ich gehe der ganz vorsichtig an, ja. Oh Mann. Einmal macht ihn fertig. So, dann habe ich noch Kräuter und Blaupilze. Mann. Ja. Das kann mein Verhängnis sein eigentlich. Komischerweise tut Kayama voll viel aushalten. Ja, geil, danke. Muss ja ausgerechnet jetzt auf mich zielen, ne?
Da ist nur ein Monster bis jetzt. Ach man. Wenn ich einmal kaputt gehe, ist sowieso vorbei, weil dann habe ich meine ganzen Essensinfekte und so weg. Die ganzen 10 und die ganzen AP. Ich habe jetzt schon meine ganzen Tränke gleich verballert. Boah, wie weit, ne? So, erster Megatrank. Irgendwo hier sind noch andere Sachen, glaube ich, am Liegen. Ja, vielleicht auch mal nehmen. So, gucken wir mal. Megatrank, geil. Ich wollte schon sagen, wenn du bis dahin triffst, ne? Er sieht jetzt noch nicht mal annähernd geschwächt aus. Das ist halt blöde. Warte mal, sind hier so Waffen? Sieht so aus, als wären hier so. Boah. Stimmt, ne? Sieht aus, als wären da so Waffen. Würde mich hier vielleicht mal umschauen. Ist glaube ich auch noch was am Liegen, ne? Er kommt direkt auf mich zu. Oh Gott. Nicht gut. 12 Minuten und wir haben noch nicht mal den hier erledigt. Ich gehe jetzt richtig ab. Nehme ich an. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Vielleicht kommen sie ja wirklich hintereinander. Ja, ich bin tot, ja. Ja, ich bin tot. Oder auch nicht. Ha, Bitch, please. Weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Ja, ich schwachsinnig. Wie kann ich denn noch stärker werden? Ja, sorry schon, ich habe schon die besten Rüstungen hier. Ich kann mir noch die Genmoren-Klamotten machen, aber... hey, wir machen mal hier. Können wir Gen Moran Klamotten noch machen, aber tut man auch nur ein bisschen Verteidigung noch erhöhen. Ich glaube, mich hat die so einen riesigen Unterschied machen. Als 1, 2 oder auch nicht. Na toll, ich habe einen Knopf auf L gehabt. Hey, super. Was ist, wenn das passiert? Ja, komme ich neben dem so. Du sollst auch weiter abwehren, Mann. Hört einfach auf zu wehren. Megatrank, oh, ich bin tot. Weil er macht diesen Ausweichsprung nie, wenn ich ihn machen will. Ja, ich bin tot. Da kann ich jetzt eigentlich schon vergessen. Ein viel zu stark. Ich meine, viel zu stark. So überpowert war ich ja noch nie. Bei irgendeinem Viech. Ja, jetzt ist mein AP und so weg, meine Essensbonusse. Habe ich gleich schon vergessen eigentlich. Ich habe nicht genug Essen dabei, merke ich gerade. Leckt mich. Also was versucht. Boah, die sind beide noch kaputt. Leck mich! Wie zum Teufel soll ich denn da ausweichen? Guck mal, der hat mit einem Schlag hier fast alle meine AP abgezogen. Dann an. Ja, ich tue meine Fallgrube jeden ballern. Super. Geh da rein. Danke. Jetzt verreck bitte. Oh Mann. Sei nicht tot gemacht. Das heißt, ich bin tot.
Akayama, töte ihn bitte. Auch noch. Oh, sind beide wieder da, gut. Ja, oh, das ist nicht gut. Hey, du bist wieder pink, was auch immer das bedeutet. Danke, das hätte mich beinahe getroffen. Shacha, ich weiß, dass du etwas warst, Shacha. Mann, geh weg. Alter! Lass mich dich angreifen, ja. Oh, ich hoffe, da kommen nicht gleich zwei auf einmal. Also bei den anderen Kämpfen gegen mehreren Monstern liefert immer so ab, dass ich die innerhalb von 10 Minuten erledigt habe. Aber Haus hoch. Also kann er ja nicht so schnell verrecken, wenn er stärker ist. Ja, wie viel ich abziehe. Sehr gut. Geh weg. Okay, ist gut. Oh, schon wieder? Alter, guck mal eine Reichweite an von dem Teil. Aha. Also kämpft man nicht im Wasser. Muss mal ganz kurz kombinieren. Der erste ist nichts geworden. Geh doch nicht auf mich los die ganze Zeit. Ja. Ich bin einfach nur auf mich zugekommen, um mich zu schlagen. Einfach so. Wer raus? Aha. Gebumm. Normal hier. Boah, der macht das viel zu oft, finde ich. Ja, der Bachelius, der macht uns gleich fertig. Den lasse ich mich ja noch öfter treffen. Ja, geil, danke. Du Pisser! Ey, voll am Spammen! Ah, so ein Dreck! Guck ich den Kampf an, wie soll ich ihn dann machen? Ja, kommt mal alle wieder. Na. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Let's Play ist zu Ende. Bald. Wir wahrscheinlich hiernach noch ein Part hochladen. Um zu zeigen, wie der Online-Hafen aussieht. Weiß nicht. Und dann. Was hat wohl fürs Erste? Oder? Weil weiter komme ich jetzt hier nicht. Ich hoffe nicht mal den hier. Da kommen noch zwei. Und der macht uns ja nur hier mal so Schaden, wenn wir mit beinahe einen Schlag weg sind. Ja, ich bin schon wieder gleich weg. Das mit Megatränken, beste Rüstung im Moment. Finde ich fast einfach nicht. Ab und der zieht mir schon so viel ab. Mann, noch nicht den Angriff. Gegen seinen Kopf. Was soll ich dagegen machen? Bin voll schadenlos. Weil dann müsste ich jetzt im Online-Modus erstmal gegen die ganzen Jammerlappen-Viecher wieder kämpfen. Ich bestimmt schon locker jetzt hier weghaue. Um dann irgendwann gegen, weiß ich nicht,
gegen die starken Viecher zu kämpfen. Ja, geil. Was? Oh. Und ja, wir haben verloren. Wir haben euch mal das erste Monster erledigt. Da kommen noch zwei. Wahrscheinlich auf einmal sogar. Und ja, was ist jetzt? Wir haben verloren. Komm nicht weiter, okay. Also was gehen wir jetzt in den Online-Hafen? 20 Minuten. Wir einfach nur mal sehen, wie der aussieht. Ich war ja noch nie da. Hi. Neko heißt Katze, bla bla bla. Hafen Tansia, Mehrspieler, Promenade. Okay. Auf geht's, miau. Okay. Gesagt, Hafen Einzel- und Mehrspieler, was? Na, hätte ich hier schon viel früher hinkommen können, ne? Mal gucken, was machen, wie das hier aussieht. Okay. Also toll. Verzeichnet aus. Er ist gezeichnet. Oh, ich will nicht mit euch sprechen, Mann. Domo, das hier Hafen Tansania. Sehr großer Ort. Viele Händler aus großer Welt hier versammeln für Koiki. Koiki bedeutet Handel. Aber du vielleicht wollen auf Quest, ja? Geh zu Taverne über Brücke, finden Gilde dort. Kein Problem, ja. Entschuldigung. Und Bürger immer dafür Ratschlag, wenn nicht wissen weiter. Anschin. Okay. Farmanfrage. Ah, man kann da farmen. Okay. Kann ich hier pennen? Im Bett schlafen? Mal sind hier meine Sachen alle? Ja. Hi. Berlin Kurier. Schnur, schön dich zu sehen. Ich betreibe den Kurierdienst, der hier im ganzen Land verbindet. Es gibt unzählige Häfen da draußen und überall sind verschiedene Jäger am Werk. Doch schnurrig sind die meisten Jäger zu sehr mit Jagen beschäftigt, um neue Bekanntschaften zu schließen. Aber das ist nicht alles, wenn du Monster Hunter 3 Ultimate für Nintendo 3DS besitzt, kannst du Sweet Pass Gildenkarten tauschen. Miau. Ausgetauschte Gildenkarten können zu Wii U mit Hilfe der Datenbetreuung im Hauptmenü Menü gesendet werden. Ich nehme deine übertragenen Gildenkarten und pack sie dort in die Gildenkartenbox. Miau. Dann kannst du die Gildenkarten zu deiner Kartenliste hinzufügen. Sammeln so viel wie möglich. Miau. Okay, keine Gildenkarten. Wer hätte das gedacht? Ja, bist du. Dann würdest du gehen. Hey, hast du dich verlaufen? Bist du zum ersten Mal hier? Suchst du die Gilde? Was ja, sie ist direkt auf der anderen Seite der Brücke. Du sollst mal hingehen. Das heißt, Quest anzunehmen ist der erste Schritt auf dem Weg zur Leuchte oder sowas. Was? Keine Ahnung, was das bedeutet. Der Gildenmeister hat es gesagt und es klang ziemlich cool. Händler Oma, okay. Ja, du traust es mir vielleicht nicht zu, aber ich habe meinen Waren in der ganzen Welt verkauft. Ich habe einen Sack voller Ware, die hier nicht leicht zu finden sind. Also sag mir ruhig, wenn dir etwas gefällt. Manchmal mache ich tolle Geschäfte auf meinen Reisen. Also komm mal vorbei. Ich mache dir gute Angebote. Jetzt also gut und zeig mir deine Ware, okay? Ja, was hast du denn alles? Ich sehe hier rum, Abreibbombe, Spitzhacken, Giftfleisch, okay. Okay. So, hier, was haben wir hier? Wollen wir nicht miteinander sprechen, aber okay. Ich habe dich hier in der Gegend noch nie gesehen. Sieht ziemlich kaltschneuzig aus. Ich bin der Schmied dieser Schmiede. Fühl dich wie zu Hause. Jäger versammelt sich gerne in dieser Stadt. War nur logisch, hier einen Ausrüstungsplan aufzumachen. Denk an mich, klar, wenn du mir die richtigen Materialien bringst, fertig dir alles, was du brauchst. Ja, die gleichen Sachen, die ich jetzt hab, ne? Ja, warte mal. Verdammt, jetzt habe ich das erste weggedrückt. Je mehr du damit auf ein Monster einschlägst, desto mehr Schleim bilden sich auf seinen Körper. Sobald du genügend Schleim gebildet hast, der tut auch Schleim auf den Ex erklären oder so, ne? Also irgendwas war jetzt ja mehr. Ah ne, doch nur 5. Ich dachte, da war noch ein mehr. Rüstkammerpersonal. Hallo, bist du neu in der Stadt? Keine Sorge, ich weiß und ich weiß es nicht fest. Har, har, har. Ich gehöre zu einem Rüstkammerpersonal.
Kammerpersonal hier im Hafen. Falls du in Waffen oder Rüstung brauchst, komm zu mir. Dieser Laden ist für alles gedacht, von absoluten Anfängern bis hin zu den erfahrensten Veteranen. Ich weiß, dass einige Jäger den Schmied bevorzugen, aber ich kann dir oft gute Angebote machen. Mein Angebot ist zwar vorgefertigt, aber die Qualität ist unvergleichbar. Das garantiere ich. Da das hier mein Laden ist, biete ich viele Dinge an, die ich selbst mag, aber du findest sicherlich, was du suchst. Also das Bare habe ich die Ware. Das ist mein Motto. Ich habe mir selbst ausgedacht. So, das war mein Verkaufsslogan. Sag einfach Bescheid, weil es dich interessiert. Okay. Boah, halt mal die Kacksachen hier. Okay. Ja, neue Sachen, die ich nicht kenne. Ist noch was? Hier. Dreister Ausbilder. Hey, du hast gerade den besten wandernden Jägerausbilder der Welt gefunden. Muss dein Glückstag sein. Ich war mal ein armer Schlucker wie du. Reist du von Dorf zu Dorf und verdiene dir Geld als Ausbilder für Möchtegern-Jäger. Jeden Tag überlegte ich, woher ich die nächste Mahlzeit bekomme. Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber satt. Dann höre ich von diesen einmaligen Gelegenheit. Das heißt, dass man hier im Hafen billige Getränke bekommt. Falls meine Verhandlungen nun gut laufen, winken neue Reichtümer. Vielleicht benenne ich meine Villa nach dir. Okay. Hey, du bist nicht von hier, oder? Das sehe ich sofort. Bist du zum ersten Mal in Tansia? Was, ich? Ich bin nur ein Matrose. Mein Schiff reist um die Welt mit Handelswaren und sonstigen Waren. Wir haben kann jetzt in Tansia und entladen eine riesige Fracht, aber wir verstichen schon bald wieder in See. Das Meer ist einzigartig. Die frische Brise, der regelmäßige Wellengang. Ich könnte für immer in die See bleiben. Oh, aber genug geträumt. Hier, ich habe etwas für dich. Ich betrachte es als Geschenk des Meeres. Sushi-Fisch im Beutel. Hier, kannst du schon mal so da noch mit mir reden. Oh, hi. Tolles Timing. Ja, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Einer deiner Freunde hat gesagt, ich soll dir das hier geben. Ich weiß nicht mehr welcher, aber nimm es einfach. Ich habe doch keine Freunde. Sympathieschein. Auszeichnung für die Jagd mit den Schakalaka. Zeichen für ihre Freundschaft. Okay. Tolles Timing. Ja, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Einer deiner Freunde hat mir gesagt, dass es euch hier geben. Sympathieschein. Einer Freunde. Sympathieschein. 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 Alter. Okay, wollte schon sagen. Sammel die einfach mal, warum denn nicht? Okay, da geht's noch weiter. Okay. Hallo. Oh, hallo, ich arbeite hier im Gildenladen. Die Leute behaupten, ich könnte eine Feline, einen Pelzmantel verkaufen, aber ich bin keine eiskalte Profitmacherin. Würde ich dich sonst erinnern, Tränke und Wettsteine mit auf der Jagd zu nehmen? Oder Munition für Schützen? Du musst viele Dinge mitnehmen. Ich sorge nur dafür, dass du nichts Wichtiges vergisst. Dafür ist die Gildenladen da. Wir tun alles, um deine Jagd zu unterstützen. Vom sicheren Schalter aus natürlich. Wenn du auf einer Jagd bist, kann ich dir nicht helfen, aber da solltest du dich gut mit allen eindecken, was du brauchst. Okay. Hey, Flugwürmer Teil 4. Habe ich noch nicht. Monster ist so wurde aktualisiert. Was haben wir hier noch alles? Ich sehe jetzt hier nicht auf den ersten Blick was Neues. Silberner Rathaus. Es gibt noch mehr goldene Rathaus. Es gibt noch mehr von den Viechern. Hallo, das hier ist der Arena. Was? Oh, ein neues Gesicht. Du musst gerade erst von Bord gegangen sein. Das hier ist der Arena-Schalter. Okay, du bist schließlich noch ein Grünschnabel. Die Arena bietet dir ein völlig neues Jagderlebnis. Hier treten Jäger gegen Monster an, vor begeistertem Publikum. Das Publikum will einen strategischen Kampf sehen. Die Jäger sind auf ihr Können angewiesen, nicht auf Ausrüstung. Nahrungseffekte und Superrüstungen funktionieren nicht. Hier benutzen nur die Ausrüstung, die wir dir geben. Ein erfahrener Jäger kommt mit jeder Situation klar, aber du siehst aus, als könntest du noch Erfahrung brauchen. Aber ich halte dich nicht auf. Falls es eine Arena-Quest gibt, die du gerne versuchen möchtest, gib mir Bescheid. Und deine Zeiten werden in den Bestnächsten festgehalten. Sprich einfach mit mir, wenn du was sehen willst. Auch Gildenkarten anderer Jäger kommen in den Bestnächsten. Vielleicht findest du einen Erzfeind oder zwei. Das war soweit alles. Frag mich ruhig, wenn ich etwas wiederholen soll. Ich helfe immer gerne. Oh, ich kann auch nichts machen. Aber du siehst wichtig aus, also reden wir erstmal mit dir. Hallo, oh, willst du dich als Jäger registrieren? Also dann, danke für dein Interesse an der Jägergilde.
Um Quest anzunehmen, musst du dich zuerst hier in der Gilde als Jäger registrieren. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, ist das hier deine Heimatstadt. Sie ist der ultimative Basis für Jäger. Der Handelshafen quillt schier vor Vorräten. Hier findest du immer, was du für die Jagd brauchst. Und die Gilde unterstützt Jäger nicht nur beim Jagen, sie gibt ihnen auch Unterkunft, Essen und Kleidung. Ich glaube, das war alles. Wenn ich dich überzeugt habe... Boah, Entschuldigung. Das Ganze aufstoßen. Sprich mit dem Gildenmeister. Er ist da drüben. Hier gibt es ja noch jemanden, der sieht schon ein bisschen wichtig aus. Gildenmeister-mäßig. Reden wir erstmal mit jemand anderem. Oh, Garçon. Hallo, willkommen am Mount Sia Grill, dem einzigen Gildenzertifizierten 3-Sterne-Restaurant in Tansia. Ich bin der neue Garçon und du mein erster Gast. Ich habe ein Geschenk für dich, wie Trinkgeld, von mir für dich. Gutschein im Beutel gelegt. Okay. Okay, ich kann noch nichts kochen. Was bist du? Boah, ist das ein Riesendöner. Ne, nicht Döner, Gyros. Wenn der Felin da angeschleppt. Willkommen im Hermann Sia Grill. Du kennst unser Motto, oder? Brennt auch manchmal unser Schweif, unser Fleisch ist bühnenfrei. Und jetzt entspann dich und lass den Grillmeister tun, was er am besten ist. Kann. Miau, 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 miau. Perfekt, schnurlecker. Gebratenes Steak, oh, sehr gut. Kann man die hier irgendwo kaufen? Bitte sag mir, ob man die irgendwo kaufen kann. So, du siehst aus, du erinnerst mich an den, Gildenmeister von Fairy Tail. So, auf den ersten Blick. Oh, willkommen, Neuling. Willst du dich als Jäger registrieren? Dann bist du ja genau richtig. Ups, Entschuldigung, aber die Arbeit als Gildenmeister macht Durst. Ich brauchst viele Koffeine, um Jäger zu versammeln. Ach, und dann sie ist bei Händlern sehr blöd, aber jetzt, in letzter Zeit überwiegen die Jäger. Das ist ihre Operationsbasis. Die Stadt wurde vom Leben, von Leuten wie dir erbaut. Je mehr du jagst, desto mehr Wachstum und desto besser das Essen. Wir Gildenleute sind immer für dich da. Verbessert einfach deine Fähigkeiten und geh erfolgreich jagen. Aber kein Grund zur Panik. Siehst dich fürs Erste einfach um und mach dich mit allem vertraut. Und noch was, siehst du den Gong hinter mir? Er ist der ganze Stolz zur Gilde. Wenn du ihn schlägst, rufst du Jäger aus dem ganzen Land hier in den Hafen. Es geht nicht über einen Jagdausflug mit Freunden, aber kannst du jede Menge lernen. Diesen eigenen Mehrspielerhafen kannst du den Gong jederzeit schlagen. Sein Klang ist Musik für meine Ohren. Es gibt noch viele weitere Regeln und Rituale. Sieh in deinen Jägernotiz nach, um Details zu erfahren. Hiermit erkläre ich dich offiziell zu einem Jäger dieser Stadt. Mach unserem Namen keine Schande, ja? Boah. Schreibe heute in dein Jägerneuling-Tagebuch. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Stolpere nicht. Okay. Die Musik jetzt gerade geändert. Okay, machen wir das ganz offiziell. Willkommen in dem Questschalter. Deine Registrierung ist reibungsfrei verlaufen. Jäger kommen an diesen Schalter, um Quests anzunehmen. Die Gilde erhält die unterschiedlichsten Jagdanfragen. Wir kümmern uns hier in erster Linie um Quests für Gruppenjäger, also sei immer nett zu anderen Jägern. Alle Quests haben einen Schwierigkeitsgrad. Du erkennst ihn an der Anzahl der Sterne, die in einer Quest hat. Quests mit 1 oder 2 Sternen sind Quests mit niedrigen Rang. Quests mit 3 bis 5 sind hochrangige Quests. Sie sind schwieriger als die mit niedrigen Rang. Die fangen schon da an mit hochrangigen. Es gibt sogar noch schwierige, aber die Gildenmeister sagt, dass davon schon ewig keiner mehr reingekommen sind. Eine Quest mit 1 oder 2 kann jeder beitreten. Sie sind super für Neulinge und die Monster sind halb so wild. Eine Quest anzunehmen, muss dein Jägerrang mindestens der Zahl der Sterne der Quest entsprechen. Das heißt, Jäger mit Jägerrang 1 können nur mit 1 Stern Quests annehmen, Jäger mit bla 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 bla. Dein Jägerrang zu holen ist ganz leicht. Schließt du zuerst eine gewichtige Quest mit deinem aktuellen Jägerrang ab. Anschließend wird die Gilde bitten, eine dringende Quest abzuschließen. Schließ die dringende Quest ab, damit dein Jägerraum einen Punkt steigt. Stand und so geht's. Stimmt's immer weiter. Bevor du dich versiehst, bist du auch schon ein Elitejäger. Du hast dich gerade erst registriert, also beginnst du mit Jägerrang 1. Ihr Jägerneuling seid immer so motiviert. Ehrlich gesagt bin ich selbst neu hier, aber ich gebe mein Bestes, um die beste Quest anzubieten. Viel Glück draußen und bald mal Zeit auf der Jagd. Okay, was haben wir denn hier? Event Quest. Balgen mit Bullpangwort, okay. Erntetor, Spiel mit dem Feuer, Koropeko, Vivan-Eier, einmalige Pilze, Gott, ist das süß. 6 Goldenfische, ja, ist ja richtig süß hier. Kann ich alle alleine schaffen, bestimmt. Oh ja, ich dummkopf, ich hatte fast vergessen, etwas Wichtiges zu vergessen. Was? Oh, du spielst Monster Hunter 3 Ultimate auch auf den Nintendo 3DS, nicht wahr? Da sind vom Nintendo 3DS zur Wii U mit Hilfe der Übertragungsoption im Hauptmenü übertragbar. Neu für dich? Vielleicht mit dem Feline-Kurier auf der Promenade hilft, den Streetpass Gildenkarten zur Wii U zu senden. Und natürlich kannst du die Gildenkarten auch mit Jäger tauschen, die du persönlich triffst. Weißt du was, Jäger, mit denen du Gildenkarten austauschen hast, sehen ab und dann in der Taverne vorbei.
Wir nehmen die Jäger zum Erneuern. Das solltest du dir gut merken. Willst du wissen, wofür diese Jäger zum Erneuern gut sind? Um ihnen Quests zu geben, natürlich. Verschiedene Jäger können verschiedene Quests annehmen. Überleg dir gut, wer in welcher Quest ziehen soll. Natürlich musst du jedes Mal einen Preis bezahlen, wenn... Oh, Entschuldigung, wenn du einen Jäger auf einer Quest schickst. Denk dran, du wirst erst Jäger zum Erneuern treffen, wenn du ein paar Gildenkarten getauscht hast. Hierfür beginnst eine bunte Mischung aus verschiedenen Kriegern und Fällen anderer Gestalten. Oh Gott. Oh, Entschuldigung, du hast in letzter Zeit sehr viel gejagt. Das freut mich. Und natürlich, dein Erfolg motiviert kommende Jägergeneration, denselben Weg einzuschlagen. Nimm dieses Geschenk von der Gilde. Betrachte ich als Dankeschön für alles, was du getan hast und das du noch tun wirst. Und jetzt verschwende keine Zeit mehr von verbringe noch mehr inspirierende Händeltaten. Geschein, was? Ausreichend für Dienst im Auftrag der Gilde. Handel damit ein Gemüseelsten. Ah, du hast jetzt seit viel gejagt, okay. Ah, Entschuldigung, du hast jetzt seit viel gejagt. Um mich anzuhören, heute bringe ich dir etwas über dringende Quests bei. Betrachte sie als Test, um eine große Beförderung zu erhalten. Dringende Quests musst du persönlich annehmen. Aber du kannst Freunde einladen. Versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Je mehr, desto tödlicher. Schreibe heute dein Jäger-Neuling-Tagebuch. Nimm dringende Quests an, um befördert zu werden. Okay. Oh. Ja, ich habe auch Abfall, mein Links. Okay. Hier scheinen die Quests noch da zu sein. Die, was zum Teufel ist alles da oben im Topf drin, ne? Ja, hier kann man anscheinend jede Quest annehmen, die man auch im Einzelspieler machen konnte oder so. Und ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich glaube, das Projekt wird jetzt erstmal pausiert. Ja, das ist nochmal ein guter Zeitpunkt. Part 52 müsste das hier sein. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt mir jemanden suche, mit dem ich hier online die Quests machen werde. Entweder mit denen oder mit meinem Zweitcharakter. Ich weiß es nicht. Und ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie ich das hier anstelle. Auf jeden Fall wird das Projekt jetzt erstmal auf Eis gelegt fürs Erste. Wann das Mehrspieler-Zeug kommt, falls es überhaupt kommt und wann der hier weitergeht, also der Einzelspieler, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich diese Woche nicht mehr. Also diese Folge kommt ja am Montag, das heißt, den Rest der Woche wird wahrscheinlich kein Monster Hunter mehr kommen. Auf jeden Fall schon mal nicht. Ob dann nächste Woche direkt was kommt, weiß ich nicht. Und mal gucken, ja, schauen wir mal. Also Sachen wie hier Pilze sammeln und was weiß ich alles, was man da machen konnte. Das, ja, besorge 6 Goldenfische und so was, oder Erntetour, das brauche ich jetzt, dafür brauche ich jetzt wirklich nicht irgendwie einen Partner, der mir dabei hilft, weil das schaffe ich auch so alleine. In Kuropeko müsste ich eigentlich mit dem Charakter ja auch noch locker schaffen. Wer weiß, vielleicht mache ich ja den Mehrspieler mit meinem Zweitcharakter, mit dem ich noch nicht so weit bin. Und ja, mal schauen, wie das Projekt hier weitergeht. Wir haben 38 Minuten, das ist ganz schön lang. Und dann würde ich fürs erste Mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.